Bis ich 16 war, hatte ich wirklich panische Angst, alleine durch die Stadt zu gehen, weil ich wirklich Angst hatte, dass mich irgendwer an irgendeine Ecke schlägt. Servus, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich entschuldige mich schon vorab, da heute meine Stimme etwas rauer klingt und ich auch nicht so schnell reden kann, da ich irgendwie Hals habe. Aber ich möchte einfach das wieder abdrehen, weil ich jetzt, wie ich vor ein paar Tagen gesagt habe, das ganze YouTube-Ding ein bisschen daily machen möchte und da wirklich täglich ein Video kommen soll. Und ja, drum drehe ich das heute. Beziehungsweise nicht nur deswegen, denn das Thema liegt mir am Herzen und ich habe auch echt lange überlegt, soll ich das Thema auf meinem Kanal ansprechen, soll ich es nicht ansprechen? Und ich bin zum Entschluss gekommen, ich spreche es an. Denn in der heutigen Zeit, wo sehr viel Rassismus und Hass herrscht, ist es meiner Meinung nach wirklich ein Thema, das sehr wichtig ist. Und zwar geht es um Mobbing. Ich habe persönlich Mobbing erlebt und habe mich durch dieses Mobbing sehr, sehr schlecht gefühlt. Dieses Mobbing hat im Grunde bei mir schon sehr früh begonnen. Im Grunde war es in der Volksschule. Ich bin in die Schule gekommen, mit 6 Jahren, dass ich nicht lüge. Und ich war ein sehr eigenes Kind, muss ich auch dazu sagen. Ich war so jemand, der was Würmer gesammelt hat, seziert hat, sich interessiert hat, wie das ganze Zeug funktioniert, etc. Habe ich schon im Kindergarten gemacht. Ich habe Viecher gesammelt und so. Und es war einfach mein Ding, ne? Ich war halt immer schon ein bisschen eigen. Das Ganze war auch nicht so schlimm im Grunde, da das die Kids eigentlich anfangs gar nicht gestört hat. Doch dann kam die Situation, wo ich einen Spaß gemacht habe. Nämlich habe ich jemanden hinten Juckpulver reingemacht. Und ab da hat diese ganze Mobbing-Geschichte dann angefangen. Das Mobbing dann im Grunde in Gang gesetzt. Denn ab da wurde ich der verrückte Professor genannt. Und das hatte dann zur Folge, dass ich wirklich 2, 3 Monate lang nur noch als verrückter Professor angesprochen wurde, was mir dann irgendwann auch zu viel wurde, wo mir dann irgendwann die Emotionen durchgingen, wodurch ich einen Mitschülerin gegenüber körperlich aggressiver geworden bin, was dann die Situation natürlich auf ein höheres Niveau angehebt hat. Und zwar ging ab da die ganze Klasse gefühlt auf mich los. Ich musste dann auch deshalb die Klasse wechseln, was natürlich in dem Fall echt gar nichts gebracht hat, weil sich in so einem kleinen Dorf, wie ich gelebt habe, einfach jeder kennt. Das heißt, nur ein Stockwerk höher zu gehen, war eigentlich nicht die Lösung. Ich habe dann auch ehrlich gesagt versucht, das Ganze ein bisschen von meinen Eltern fernzuhalten, das selbst zu lösen. Es waren viele Attacken gegen mich, die ich im Grunde dann verschwiegen habe, was ich zu Hause gar nicht erzählt habe. Bis dann der Tag gekommen ist, wo eine Attacke war, die ich nicht mehr verschweigen konnte. Und zwar war die Cousine von jemandem, der in meiner Klasse war, mit ihren Freundinnen bei mir im Hof. Die haben mich natürlich dann getriezt als verrückter Professor, im Kreis geschubst. Ich habe mich dann probiert, aus diesem Kreis zu befreien, woraufhin mich die eine am Finger gepackt hat, den Finger umgedreht hat und gesagt, du bleibst hier. Ich konnte mich trotzdem befreien. Das Resultat war aber, dass mein Finger gebrochen ist. Meine Eltern, wie ist das passiert? Und ich habe dann erst gesagt, ja, ich bin hingefallen, aber natürlich haben sie herausgefunden, dass es anders war. Es kam dann eine Anzeige, und diese Anzeige war dann eigentlich der ausschlaggebende Grund, wieso das Mobbing dann im Nachhinein so eskaliert ist. Und zwar wurde das halt dann in diesem Ort herum erzählt, dass mir anscheinend ein Mädel den Finger gebrochen hat. Dadurch, dass mir ein Mädchen den Finger gebrochen hat, haben andere in meinem Alter gedacht, hey, den kann man leicht verarschen, das ist ein Opfer, etc. Und ich war natürlich voll komplett in dieser Opferrolle gefangen, denn ich habe mich nicht mal mehr aus der Wohnung getraut, weil an jeder Ecke irgendwer war, der was mich beleidigt hat. Bis ich 16 war, hatte ich wirklich panische Angst, alleine durch die Stadt zu gehen, weil ich wirklich Angst hatte, dass mich irgendwer an irgendeine Ecke schlägt oder verarscht oder irgendwas in die Richtung.
Und das war für mich echt sehr belastend. Das Ganze hat mich sehr lange verfolgt. Mittlerweile habe ich es echt gut verarbeitet und deshalb kann ich es auch locker hier in die Kamera erzählen. Aber ich möchte euch eine Sache nahe bringen. Wenn ihr gemobbt werdet, vergesst nicht, ihr seid was Besonderes. Es ist scheißegal, was der Idiot da hinten sagt. Ihr seid was Besonderes. Ihr seid nicht dumm. Ihr seid nicht behindert, ihr seid gar nichts. Ihr seid was Besonderes, wie jeder Mensch. Und nur ihr selbst wisst, was in euch steckt. Und nur ihr selbst entscheidet, was ihr aus euch macht. Versteht ihr, was ich meine? Denn wenn ihr euch von diesen Leuten niederdrücken lasst, bis zum geht nicht mehr, dann werdet ihr in eurem Leben nichts erreichen. Ihr müsst darüber stehen. Ihr müsst sagen, hey, ja, die verarschen mich, aber es ist mir egal, ich gehe meinen Weg trotzdem. Und aus diesem Grund möchte ich euch nahelegen, kämpft. Und mehr möchte ich zu diesem Thema jetzt gar nicht sagen. Wenn ihr auch eine Meinung zu diesem Thema habt, schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare oder eure Geschichten. Würde mich sehr interessieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonniert mich da oben. Hiermit bin ich raus. Ciao.